Herzlich willkommen in Photoshop in 30 Sekunden. Heute geht es um das Thema Sachen in Photoshop umfärben. Ich habe jetzt hier einfach mal ein Foto geöffnet, wo es darum geht, das rote Kleid umzufärben in ein grünes. Dafür nehmen wir hier das Schnellauswahlwerkzeug und wählen jetzt einfach mal ganz grob das rote Kleid erstmal aus. Wenn wir dann soweit sind, dann gehen wir hier in die Korrekturenpalette und wählen Farbton Sättigung aus. Und dann ist der Trick einfach, die Rottöne auszuwählen. Jetzt kann man hier unten einfach dann nochmal angeben, wie groß dieser Umfang sein soll von den Rotwerten. Und wir können dann jetzt einfach mal anfangen, hier den Farbton zu verändern. Und ich möchte jetzt hier zum Beispiel, nehmen wir einfach mal so einen Grünton. Und ihr seht schon, ganz einfach haben wir aus den roten Tönen einen Grünton gemacht. Und wenn wir jetzt noch weitergehen wollen, dann können wir hier auch zum Beispiel die Helligkeit noch verändern, können das Ganze etwas abdunkeln und auch von der Sättigung verändern. Wenn es jetzt an die Kleinigkeiten geht, dann können wir mal reinzoomen und dann sehen wir, dass die Haare hier auch etwas grün geworden sind. Hier oben fehlt noch ein bisschen was in der Maske, das kann man dann später nachmalen. Aber es geht jetzt hier mal um die Haare und die können wir ganz einfach rausnehmen, indem wir hier den Umfang von den Rotwerten einfach ein wenig verringern und sagen, ja, wir wollen gar nicht diese Gelbwerte hier noch mit drin haben, sondern wir wollen wirklich nur Rottöne. Und dann seht ihr schon, wie sich das Ganze hier auch in den Haaren das Grün wieder entfernt. Das war mein heutiger Trick. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal für weitere Videos. Bis zum nächsten Mal. Ciao.